War das nicht? Wie, du warst das nicht? Jero, sag doch, du warst doch. Haben Sie noch Ersatzziegel? Darf nicht kaputt gehen, ne? Fertig, los! Hä? Ach, wie ging das nochmal aus hier? Oh, cool, ein Webergrill. Was soll das hier? Mann, ey, wo bleiben die denn? Oh, morgen! Morgen! Hör mal, hast du hier geschlafen oder wo? Erol, alles klar? Ja. Hör mal, wie spät haben wir es denn? Nicht mal 7, ne? Warum sind Sie da so früh da? Ja, der Bus kam früher, ne? Super Einsatz. Ja. Aha. Hör mal, vor dem Gesellen da, das ist super. Was ist denn? Hör mal, haben Sie mal auf die Uhr geguckt? Ja. Moin. Moin, Emil. Morgen, Herr Christian. Ja. Schöne Jacke. Danke. Moin. Moin, Peter. Moin, Kamerad. Was ist denn mit Erol los, sag mal? Ja, was ist denn? Ja, er war hier. Ich kam gerade hier hin, da war der schon hier, ne? Was hast du denn mit angestellt mit dem immer hier? Fahren jetzt zu einer Reparatur. Ja, was für eine Reparatur? Ja, bei einem Kunden läuft rein. Nimmst du das Fenster und läufst nach Hause. Ja. Lauf nach Hause. Ja. Lauf nach Hause. Einsatz ist immer gut. Erstmal ein Kaffee. Erol, ist immer überlebenswichtig, ne? Morgen. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Erol, komm, solange der deinen Kaffee macht, können wir schon mal abladen. Ja. Brauchst du nicht rumstehen, wie falsch Geld. Wie groß sind sie eigentlich? 1,84 Meter. Und du? Ja, 1,99 Meter. Boah, nee, ne? Sollen wir noch drei Besen holen? Wir haben noch drei. Noch. Bitte? Das brauchen wir noch. Das müssen wir noch wieder mitnehmen. Sie brauchen mich ja nicht direkt anzuschreien. Hab ich doch gar nicht gemacht. Na, wenn ich dich anbrülle, ne, sieht das anders aus. Emil. Ja. Ne? Ja. Das musst du noch ein bisschen weiter hinein praktizieren, denn das steht hinten raus. Wir kriegen die Tür so nicht zu. Ja, aber... Ja, das machen wir jetzt gleich weg. Soll ich das erstmal an Seite stellen? Genau. Du bist alleine drauf gekommen. Ja. Wow. Ja, es ist doch noch dunkel. Ja. Fangen wir auch mal an. Ja. Aufhören. Ja. Ja? Ja. Okay. Gehen wir einfach, oder? Ja. So lang? Da oder da? Ja, ich dachte, fahren wir mit Ihrem Wagen hier. Nee. Doch. Wo ist denn deine G-Klasse? Ja, Mama gibt's sie mir nicht. Warum das denn? Ja, ich hab's, ich hatte einen kleinen Unfall gehabt. Oh. Gib mir ihre Nummer, ich ruf sie mal an. Ja, einfach googeln, ne? Dachdeckermeisterin Judith Williams. Habt ihr auch Licht im Auto, oder? Der Raucher hier. Ja. Hast du mir sauer gemacht, oder was? Nee. Nee? Nee, nee. Alles klar. Das ist ein ganz Leber. Lachen weiter, Jero. Ja. Was haben wir hier? Ist es nicht besser, wenn man den Wagen rückwärts reinfährt? Ja, das stimmt eigentlich, ne? Aber jetzt ist es so. Servus, liebe Leute. Heute machen wir... ASMR-Video. Was machst du da? ASMR! Was für ein Ding? Was ist denn für eine Scheiße? Kennt ihr nicht? Komm, arbeiten! Kriegst du noch richtig oder was da? Hör mal, wir sind hier auf Abladen und der Junge, der war mit richtig Pornos oder was? Komm jetzt, wir kennen gar nichts. Arbeiten, Junge! Also die Palette hier, ne? Also Müllermilch sind sie ja da, da sind sie ja richtig Fan von, ne? Ja. Gucken Sie mal, ich schmeiß den Müll weg. Oh nein! Ja, voll ist das. Dann drauf, ne? Müll, das auch bitte ins Lager zurück. Ja. Das reinstellen, Emil. Ja. Machen wir hier einen Frühjahrsputz? Ja, heute ist Samstag. Dann machen wir das mal gerade ein bisschen sauber hier. Ja. Aber das ist ja ekelhaft. Willst du mit so einem Auto fahren? Ich glaube nicht, dass deine G-Klasse so aussieht, oder? Bin gegen einen Baum gefahren. Nee. Ja. Warum machst du sowas, Emil? Ja, da ging eine Straße nach links und eine rechts. Ah. Ich wusste nicht, wo ich hinfahren soll. Ob ich nach rechts oder nach links und dann ja, bin ich mittig gefahren. Ah, Emil. Also immer die Mitte nehmen dann, ne? Immer die Mitte nehmen, ja. Im Grobe ein Fein erreicht. Ja. Was sind das für Jacken? Ja, das sind Dachbohrjacken, nur. Gehört ihr zur Elite? Ja, Güte, Alter. Ich denke, guten Junge, ja. Auf dem Mars unterwegs, hier auf der Welt. Erde. Erde kann jeder. Wo seid ihr unterwegs? Auf dem Mars. Okay. 30 Jahren. Wenn alles klappt. Aufträge sind schon da, mal gucken, was wir da hochkommen. Ja, auch so Dächer dann. Ja, ganz klar. Wolfie in Texas. Immer den Fuß.
weil man von der Kaufhöhe nicht hochkommt, Alter. Ey, ich bin hier bei 1000 oder was? Ey, hab ich mir ausgedacht, beim Playmobil-Verein oder was? Ne? Ja, ich komme hier nicht auf nee. Die Sache. Die Leiter nehmen. Das ist schon so eine Sache. Sehr, Peter. Das stimmt, Erol. Sehr aufmerksam. Ja, die hoch, ja, und dann so drehen. Eigentlich funktioniert. Genau. Klasse. Zwei Mann eine Leiter, das ist ja. Warum haben die es rausgeholt? Damit die Kollegen da auf die Rinne können, weil die nicht so groß sind, ne? Und dann haben die, dann ist das einfacher für die, ne? Die nehmen sich immer die Leiter raus. Dann ja. Fehlt die, ne? Dann haben wir den Salat. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Herr Christian, können Sie mir es auch nochmal erklären? Was willst du denn? Warum haben die Leiter rausgeholt? Ja, weil ein Kollege, der kommt nicht aufs Dach. Der hat die drauf. Ja. Ist der schon alt oder? Nee. Ist das ein alter Sack? Ja, irgendwie. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, der E-Roll. Werde ich den Chef mal dieses Jahr kennenlernen oder? Das weiß ich nicht. Das wird sich zeigen, ne? Der ist immer unterwegs, der Mann. Oh. Hallo, was ist los? Was hast du wieder gemacht? Errol hat nichts gemacht. Ah, ein Kollege hat hier zu kurze Schrauben genommen. Errol. Errol war das. Errol. Errol. Von oben geschraubt runter. Errol. Nee, das nicht. Wie bitte? Nee, das ist das Auto rein. Ja, können wir jetzt langsam mal Kaffee trinken oder? Los, wir müssen Knallgas geben heute, Erol. Ja. Zack, zack. Fahrradliste stehen? Ja. Erol, Jakob. Wie ist das? Hab ich dich gesagt, anständig wegpacken? Ich war das nicht. Wer war das denn? Peter. Peter, warum machst du das? Ich war das nicht. Wie, du warst das nicht? Erol, sag doch, du warst doch. Erol, bist du besoffen oder was? Der Herr Peter war das. Das ist nicht ein bisschen gefährlich, wenn das hier so runterfällt, so? Die Airline ist gestartet. Ja. Bitte, halten. Ne? Da kommen sie schon runter hier. Nee! Ja, jawohl. Ja, Sicherheit geht immer vor, Edwin. Ja. So, da sind wir. Entschuldigung. Entschuldigung. Was ist denn jetzt ein LKW? Immer. Hallo. Hallo, was parkst du denn da? Was soll das denn, ey? Also, das finde ich jetzt nicht okay. Pass mal auf, was du okay findest und was du nicht okay findest, ne? Also, so redet man nicht mit Menschen. Ist mir. Ist das unsere Baustelle hier? Oder was? Ist die Baustelle? Ja, aber bist ein bisschen ungeduldig, ne? Ist richtig motiviert heute, ne? Sag mal. Ja. Heute. Schon eine Stunde vorher am Lager. Ich liebe meinen Job. Ja, nicht schlecht. Bin ja schon weit gekommen. Ja. Ja, ja, also in zwei Wochen einmal pünktlich, das ist schon eine Hausnummer. Ja, toll. Also echt, ey, das muss man erst schaffen. Ja, okay. Aber nächstes Mal kommen sie früher, ne? Darf ich einen rauchen, oder? Nein. Wie? Na ja. Guck mal. Rauch doch einfach. Nein, nichts raucht doch einfach. Edwin, das ist ein Nichtraucher. Müssen wir ein bisschen Respekt haben. Nicht immer ich, ne? Auch mal die andere. Der liebe Kollege raucht nicht, dann müssen wir dir nicht zufallen, ne? Das ist Abschaum der Gesellschaft, Mann. Guck mal. Ja, besser als E-Zigarette. Ja, ja. Mach ich auch nicht. In Ruhe, Erol. Die Sonne scheint doch. Da, die Sonne. Weiß noch großer. Überholen einfach. Aber was ist das hier für ein Rollrasen? Hör mal, Alter. Der hat hier Ahnung, Alter. Man lacht die Bauern aus, ne? Wir haben ihm manchmal geholfen, dann hat der den geholfen. Das muss man sich mal reinziehen. Nicht hier Burnout und so, Depression, Alter. 1970 gab's das nicht, 1960. Wo fahren wir jetzt hin? Ich geh mir nur gerade zu essen holen. Schöne Brezel mit Salz, Junge. Brezel mit der Weißwurst. Ey, was machst du da? Ah. Ey, was machst du denn für eine Sch***? Bombungs für euch alle. Ah, Junge, alle aufräumen. Gottes Wille. Gottes Wille hier. Kennt ihr den zwei? Boah. Ajo. Mann, was bremst du einfach? Boah. Kann man, der bremst einfach. Einfach so. Hey, einfach eine Rundlandflamme. Wann sind wir denn da? Wenn wir ankommen. Ajo. Ins A hinein. Nein, nein. Ins A hinein. Boah. Hallo, du bist doch nicht mehr ganz dicht im Kopf, du. Okay, dann nehme ich ihn noch ein. Gut, haben wir es ja geklärt. Ja. Junge, Junge. Kommen Sie da raus? Nein. Bandmaß könnte halten. So, Edwin.
So machst du das schon mal nicht, den Schiefer, ne? Fehler, was ist da passiert? Rahmenplätze müssen verdichtet werden. Sein. Der hat von oben nach unten angefangen zu schiefern, ne? Ja, super, Herold. Ganz ja. Genau, Emil. Du klar, ne? Das wird noch. Der war besorgt. Nichts machen, ne? Ganz sicher. Vorsicht bitte. Sollen wir noch einen Mann rufen, oder? Ja, wir brauchen eigentlich nur einen. Einer wäre gut noch. Noch den Matthias? Ja. Den Ruhepol. Das ist unser Speedy. Aber wir brauchen. Ey, lass doch mal jetzt los, alle hier. Irgendwas passiert gleich. Das ist einfach zu viel. Gleich kriegen wir es auch mal viel. Guck mal, die können keinen Verband. Nicht mal ein Bandmaß können sie haben. Mach das zu, Alter. Ey, Erol. Langsam, bitte. Erol, hier musst du, hast du deine. Wo ist deine. Ich wollte sagen, wo ist deine Ladungssicherung? Deine Sicherung, Erol. Sicherung? Ja. Ja, warum? Sie laufen da auch so rum. Ja, was ich mache, ne? Und was ich nicht mache, ne? Das ist meine Sache. Ja, ich muss es ja auch irgendwie lernen. Ich muss es ja auch lernen, ne? Ich muss es ja auch lernen. Haben Sie noch Ersatzziegel? Nicht von denen. Hä? Nicht von denen. Ne, ich frag nur, weil ist jetzt nichts kaputt gegangen oder so, ne? So, jawohl, holst du mal Wackerflex. Hier. Alter! Ja, Räuber! Hammer! Komm, ich geh nach Hause! Gibt's euch auch ein Schnell, oder? Ey, da sind Löcher drin. Oh, Hühner! Ah. Hä? Jetzt tropft es gerade? Auf der Unterspannbahn, ja? Immer noch? Ja, noch voller. Dann kam nichts und dann kamen so zwei dünne Strahlen. Von hier kann das nicht strahlen. Strahlen. Also sauber bei einer Strahlentherapie oder was? Ihr seid so lustig. Das Lagerfahren hier einen Zentimeter Umschlag machen? Ja, mach ich. Ich kann ja reinfahren. Aber fehlt hier nicht was? Hier? Am Wandanschluss? Ja, nein. Ey, krass, ne? Dass da nichts durch. Aber wir gehen fast davon aus, dass wir das eine Tauchfläche von dem kleinen Rechner hier ändern müssen. Da sind ein paar Löcher drin. Aber das ging unter die Kehle. Und das endgültig zu machen, ist auch machbar. Ja, das ist auch gar kein Aufwand. Also das ist halt nur gerade die Blechkanten und dann nur das ein kleines Stück Tauchfläche. Könnte mir noch eingefallen tun. Diese Kommode. Und dann die irgendwie runter. Muss die ganz bleiben. Besser. Ja, ja. Nicht gesagt, ganz verwerfen, aber merke ich nicht, dass die Leiter jetzt gleich wegrutscht. Ist die schwer? Nee, wenn du die einfach auf die. Ja, komm. Quer, dann soll der Peter sich mal unten stellen. Wir müssen den gerade hier abmachen, dann können wir die über die Leiter rutschen lassen. Darf nicht kaputt gehen, ne? Ich muss loslassen, ne? Weil sonst muss ich doch die Leiche. Haben wir früher als Armband getragen. In den Zaun reinbrechen. Ich würde sagen, bis zu diesem, ne, was so schräg steht. Bereit? Okay, auf die Plätze. Fertig, los! Ihr wart ja gleich, ey. Ich bin schon ausgerutscht, Alter. Du hast dich krass gefangen, ne? Auf die Plätze, fertig, los! Hier brennt es doch. Ich weiß nicht. Kann der oder was? Nein! Hilfe! Hilfe! Soll ich dir zeigen, wie man einen Zollstock an die Platte legt, oder? Ey. Ja, hallo Judith. Ja, kannst du mich bitte abholen? Ja, ist doch nichts für mich.
You cats don't know. You cats don't know.